Love's for beginners, ain't no witness. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you, you got time. So, hallo, das sind hier unsere Kübelwagen. So, jetzt wird das Dach geöffnet hier. So, good morning in the morning, meine Lieben. Neuer Tag, neuer Ausflug. Ich sitze hier hinten alleine. Um 7 Uhr ging es los, um 7 Uhr wurden wir abgeholt. Leider bin ich wieder zu spät, weil, könnt ihr euch denken, Badezimmer war blockiert und so weiter. Deswegen, ja. Aber jetzt machen wir die Safari-Tour um 7 Uhr früh. Es ist noch ein Pärchen dabei. Wir haben einen roten Wagen und die haben einen orangenen Wagen. Und gekostet hat der Ausflug 89 Euro, also 90 Euro und geht den ganzen Tag. Ja, genau. Bin gespannt, wie es wird. Eigentlich wollte ich was anderes anziehen, habe es aber zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, ich habe nicht mal mehr geschafft zu duschen heute. Ja, so sieht das Leben aus. Und ich habe alte Klamotten an, ey, die ich schon jeden Tag hier anhatte. Love's for beginners, ain't no witness. It slips through your fingers, I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna, promise you, you got time. Hier gibt es noch einen Kübelwagen in Türkis. Hier, das ist unser. Wir sind mit offenem Dach gefahren. Und hier ist der in Orange. Dann der Restaurantsbuch hinauf in der Richtung Bedugul. Und dort halten wir für Obstmarkt, Mittagessen, Bratansee. Und dann wieder zurück runter. Wir halten noch einmal für traditionell Haus. Und dort, ja, verabschieden, ja, und dann fahren wieder zurück zum jedem Hotel. Ja. Hoffentlich ganzen Tag haben wir schönes Wetter wie heute. Aber keine Garantie, weil in diesem Monat Regenzeit eigentlich, aber kommt noch nicht so viel. Your future, know you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling, find your meaning, make truth out of dreaming. Yeah. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad bitch. Oh no, die Kamera. Ich habe keine Zeit, sie jetzt umzustellen. Ich hab's versucht. Keine Zeit, wir sind hier nur am Laufen. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist mir einfach viel zu früh alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Around the corner, maybe it's that time.
Ich bin am Limit. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe kaum geschlafen. Ich komme einfach nicht mit. Ich komme heute einfach nicht mit. Ich habe mir jetzt vorhin dreimal genetisch schnell gekauft. Bevor ich keine mehr kriege, ist so eine Frau rumgelaufen. 3 Stück für 50.000. Das sind 3 Euro für 3 Stück. Jetzt habe ich mir das hier gekauft. Ist so ein ISO-Getränk. Es hat aber für 90 Cent, hat aber keine Kohlensäure. Oh mein Gott, jetzt ist die Kamera wieder dunkel. Ach, ich wusste es. Ja, und mir schmeckt das nicht, weil da ist keine Kohlensäure drin. Aber ISO-Getränk hilft bei der Hitze eigentlich ganz gut. Ja, ich brauche irgendwie Power. Ja, dass wir uns nicht mal 5 Minuten hinsetzen können. Die ganze Zeit in der prallen Sonne am frühen Morgen. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Echt nicht. So, wir sitzen jetzt hier im Auto. Und die Sitze sind richtig heiß. Ja. Und der Reiseleiter sitzt neben mir. Das fährt jetzt bei uns mit. Hier, genau. Ach, Sie wollten das Ding vorne sitzen, ne? In Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Wohin fahren wir jetzt? Berg Tempel Batu Karu. Okay. Habt ihr gehört? Da soll 18 Grad sein, ein bisschen kühler als hier, ne? Ja, ja. Genau, weil hier ist über 30 Grad. Boah. Da macht mein Kreislauf nicht mit. Also mein Kreislauf macht heute nicht so gut mit. Ich habe mir jetzt so ein ISO-Getränk geholt. Und wir haben ein bisschen Pause gemacht. Ja, genau. So, wir sind jetzt, glaube ich, 1 Stunde mit dem Kübelwagen gefahren. Also wir haben ja kein Dach. Und boah, der rüttelt immer so. Ja, boah, ey. Die Sonne knallt. Und ich habe ein bisschen geschlafen, wie immer. Und jetzt habe ich hier wieder so einen Sarong bekommen. Und jetzt gehen wir wieder in einen Tempel rein. Schon wieder. Hier. So, das ist hier so ein Bergtempel. In Western Bali hier. Ja, auf jeder Seite von Bali liegen ein großer Tempel als Haupttempel. In Gesam ist 9, wie Lotus. Aber dieser Tempel spielt auch eine Rolle für Naturschutzgebiet. Your chin next to my chin. Try to hold my breath in. Don't wanna wake up. Your heart is my violin. Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay.
Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. Your hands touching my head. Want your fingers everywhere. Don't wanna wake up. Wish that I. Eigentlich ja. Ja. Was macht man dann, wenn die da rumgehen? Mit Weichwasser spritzen wir wieder, reinigen wir wieder. Ja. Ja, Hunde und dann Vogel oder auch Bäumenwälder. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'd stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. Weiter. Jetzt waren wir beim Tempel. Da war auch eine Zeremonie. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir mussten wieder so eine Sarung anziehen. Aber die sind kostenlos und die werden einem auch drumherum gemacht. Deswegen ist es okay. Und jetzt geht's weiter. Der Reiseleiter sitzt jetzt wieder im anderen Auto. Und jetzt geht, wie ich das verstanden habe, nochmal 15 Minuten. Weil wir sind vorher über eine Stunde gefahren. Jetzt geht's zu den Reisterrassen. Aber ich glaube, da waren wir schon Reisterrassen. Da gibt es ja verschiedene Orte, die so heißen. Und dann geht's noch mal eine Stunde zum Mittagessen. Ja, ganz schön viele Tempel heute. Ich habe schon einige gesehen. Sehen eigentlich alle gleich aus. Ja, und? So langsam werde ich wach, Leute. So langsam wird. Die Sonne knallt jetzt auch nicht mehr. Aber ihr seht, wie windig das hier ist. Guck mal. Jump out on the stage, get locked up in.
Genau, wir sind jetzt hier bei den Reisterrassen. Das sind wohl die schönsten Reisterrassen von Bali. Und hier wächst Reis und das wird wohl 2 bis 3 Mal im Jahr geerntet, der Reis. Hey Mr. Director, anything, anything for you. I can sing, I can dance, I can sing, I can dance, I can learn the sport moves. So, das waren jetzt die Reisterrassen. Fand ich richtig schön hier. Also hier ist richtig schöne, richtig schöne Natur. Jetzt fahren wir 30 Minuten zum Obstmarkt und da hat der Reiseleiter schon gesagt, dass da jeden Tag Touristen kommen und sie die Preise nach oben treiben und man soll mindestens die Hälfte runterhandeln. Und dann meinte er so, besser im Supermarkt kaufen, aber im Supermarkt war das ja gestern auch richtig teuer gewesen. Also da war ja gar nichts mit günstig. Deswegen mal schauen, wie es wird. So, jetzt fängt es an zu regnen. Und jetzt haben wir den Dach hier zugemacht, damit wir nicht nass... Ach, die haben auch denn das Dach zugemacht. Damit wir nicht nass werden. Aber hier trotzdem, ne? Auf, aber... wegen ein paar Regentropfen. Can I taste one? Okay. Nalu. Okay. Okay. Nalu, one to get. Thank you. This is good. It's still good. Mm. Yeah, good. Yes, when I come back, yeah. I come to you. What is the price? This? Mm-hmm. 80,000, okay. Oh, ich kann sowas, ich kann nicht handeln. Das ist. Hier gibt es wieder Magnete. Ja. Ach Mann, ey. Ah, hier 20.000 Rupien, ein Stück. 20.000? Ein Stück. Sie bekommen dort am Strand Punzipur 3. Ja? Am Strand? Bei ja. Uns am Strand? Ja, im Tanah Lot gerade. Bekommen, wie viel bezahlen Sie? Für 3 Stück, 20.000? Ach, da habe ich 3 Stück für 50.000 gekauft. Genau, und hier? Auch gleicher Preis. Auch? Ja. Aber Sie sehen hier, die Rotreis, traditionell Reis, schwarzer Reis. Ja. Das ist auch Pfeffer, aber hier eingepärt, nicht original. Okay. Man bringt oder stellt auch rein die Kurkuma. Aha. Etwas Geld. Aha, und die sind jetzt gekocht, die Erdnüsse? Genau. Aber man kann auch rösten. Ah, und wenn okay. Die rösten, halten auch für mehrere Tage lang. Aber hier nur ein Tag. Mhm. Lost my keys, but don't give a shit. 'Cause tonight I can sleep where you sleep. From the cab up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you on top of it all. Yes, Germany. This is the soundtrack.
This is the meat. And this? It's paprika. Ah, okay. Yeah, this one the chili, this one the ingwa, citroni grass, yes. Kurkuma, chim's kamala, this president rice. Wisi rice, sticky rice, roti rice, this the meat the rice. And this is vanilla. Vanilla. Oh, yeah. Okay. This one the kamalan vanilla. Ah. Kau pun vanilla? No, no. Oh, no, no. This one the vanilla. Okay. Yeah. This is the saffron. Saffron makin kuchen, girl. Ah, okay. In kuchen? Kuchen, girl. Kuchen, girl. Ah, okay. This is the pepper. Yes. What's the chili? Blumen muscat, citroni grass, chim stangen. Yeah. This one the kumel, chili. Red pepper. Yeah, red pepper. What's this one? Grüne. This one the jasmine tea, the gewürznelken. Yes. This one the vanilla tea, lime, rosella, ingwa. This one the star anise. Ah, okay. Du kaufst ein gewürz, vielleicht? Und dann muss man handeln. Ach so, ja, handeln. Was wollen Sie kaufen? Gar nicht, ich... Mit der Curry. Das ist... Kurkuma. Kurkuma, ja, okay. Das ist der normale Curry. Wollen Sie probieren, Mangostin? Probieren ist gratis. Probieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Probieren, bitte. Alles. Ach, alles, ah, okay. Nur die Weiße. Nur eat die Kerne, ja? Die Kerne nicht, ne? Okay. Wollen Sie kaufen? Was kostet? Wie viel wollen Sie? Alles sammeln und dann muss man handeln. Ach, muss man? Das war der Maracuja. Mhm. Mhm. Nur drucken, ja? Mhm. Probieren gratis. Mhm. Alles kaufen ist billig. Ich hab ja gehört, ist billig. Stop Cholesterol. Und das einfach drücken? Das ist Maracuja, ne? Was ist das? Was kostet denn? Wie viel Stück wollen Sie? Und dann muss man handeln. Ach, da muss man handeln. Wie viel Stück? Erstmal Preis sagen. Ja, yes, wie viel? Ein Kilo? Zwei Stück, wenn. Zwei Stück. Was mehr wollen Sie? Und von Maracuja? Nur eine, ne? Mango? Die kleine Mango? Wollen Sie probieren Mango? Good mango. Yes. Mango? Mhm, die schmeckt gut. Wollen Sie eine reine, die kleine? Ich muss überlegen. Weil ich wollte. Wie teuer sind denn die Magnete? Yes. Das Mango, nein. Nur eine small one. Die Magneten? Mhm. Moment. Ich muss. Haben Sie vielleicht ein Taschentuch oder so? Ja. Oh, danke schön. Thank you. Was kostet denn ein Magnet? Ein Magnet. Was mehr wollen Sie? Und dann billiger bei Ihnen, wollen Sie kaufen mehr. Ja, aber Sie müssen einen Preis sagen. Nicht Ulundanu, die Tempel auf der. Ich wollte den hier. Ja, genau. Den. Was kostet denn einer? Und, oh, Moment. Den gezeigt kann ich mal. Which one? Ich nehme zwei. Ups, ja, sorry. Yes. Zeig mal. Ach, oder? Kann ich.
geschenken, ja? Ja, was kosten denn die Magneten? Was kostet? Eine? M2, was kostet? 280. 280? Ja, hier ein bisschen Handel. 200? Nein, nein, nein. Mach man Handel. Ja, ich Handel. Yeah. Weil ich alles Handel. Hier ist mein Name? Amanda. Amanda Mankan. Ja, aber, aber 280 ist ein bisschen viel. Mach man Handel, Amanda. 20.000 für zwei. Hab keine. Hab ich woanders gekauft. Oh, hab keine, das weiß ich. Das ist aber ein bisschen teuer bei Ihnen. Ja, wie viel du Handel? Okay, 30.000. Guter Preis. Good for you, but good for me. Yes, but Reise. Ja, okay. 110. 100? Nein, das ist zu viel. Bisschen mehr. Dann ich nicht kaufen. Ja, last price, wie viel? Last price. Good for me, good for you, wie viel? Because for good luck for me. Ambition business for me. Wie viel? Aber bisschen mehr. Teuer. Das ist mir ein bisschen too much. Okay, 90. Nein, 90. Bis 90.000 auch zu viel. Ja, lass 30 viel. 30.000. Bisschen mehr. Aber 30.000, guter Preis. Good for you. Yes. Good for me. Yes. 80 noch? No. 70? Nein. Bisschen teuer. Ein bisschen Handel. Ein bisschen mehr. Das ist Strom. Das ist bei mir. 500. Das Tigerbalm? Balinese. Stronger than Tiger Balsam. And this Nelken Salbe. Das ist Nelke? Ja. Hab ich nur so. Okay. Verschiedene Farben, gelb, rot und weiß. Ja? Aber sehen Sie unten im Boden? Aber es sind verschiedene. Ja. Es gibt verschiedene Arten von Kalas. Genau.
Tenzin Boden hier. Trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Regenhut bekommen. Es regnet. Jetzt nicht mehr. Aber wir sind hier im traditionellen Haus, wo hier die Einheimischen leben. Genau. Ja, Brunnen möglich nur in Dorf wie hier, in Stadt nicht mehr, weil das sind viel Industrie. Oh. Ja. Und Tempel ist Reinrichtung. Die Unreinrichtung ist hier, wo liegen Toilette zum Beispiel. Ja. Unser Toilette Standardfamilie auch wie hier, Lemongrass. Und dort Ingwer mit größeren Blättern. Das ist Ingwer. Wir brauchen die Wurzel. Ja. Ja. Hier, hier, für die Suppe, Erbsen. Ja, hier. Das ist Erbsen. Und haben wir auch Tiere hier? Ja. Und Hühner, gell? Hühner. Und dann...
weiß gar nicht, wie spät es ist und wie lange wir jetzt brauchen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Also Bali ist ein muslimisches Land, aber die glauben hier an Gott. Und das ist ein bisschen anders. Genau, und die machen halt immer in diesen Tempeln so Zeremonien. Aber das macht dann auch immer so ein Priester. Und die essen Schweinefleisch. Die essen Spanferkel, ist hier sehr beliebt. Und die Kuh ist hier heilig. Das heißt, ich glaube, die essen hier kein Rindfleisch, weil die Kuh heilig ist. But I keep losing myself in these daydreams. You're right next to me. I can hear you sleep, but I know you're not dreaming of me. So, das war jetzt der Ausflug. Wir sind da. Ja, ich sag euch gleich, wie es mir gefallen hat. Momento. Guck mal, wie ich aussehe. Schrecklich, oder? So, wie hat es mir gefallen? Beziehungsweise... Moment. Boah, der Miet. Och, Mano. Der fährt nicht. Der fährt nicht. Das ist der falsche Fahrstuhl. Na, jetzt fährt... Genau, ich habe am Ende den Fahrer 50.000 Pesos gegeben. Ich glaube, das sind 2-3 Euro. Mehr hatte ich leider nicht. Und so ein Mao-Arm-Mixer, also eine ganze Packung habe ich ihm gegeben. Der Reiseleiter. Was ist denn hier los? Ich überbricht dich. Ist das 4? Ich bin jetzt hier richtig. Okay. Sieht aber so aus. Der Reiseleiter war irgendwie nicht mehr da. Der ist mit dem anderen Auto gefahren. Aber war nicht mehr da. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, der Reiseleiter saß nicht mehr im anderen Auto. Keine Ahnung, ist wohl irgendwann ausgestiegen. Keine Ahnung, was meine Tante gegeben hat. Aber immer wenn ich jemanden was, oh, wenn ich jemanden was gegeben habe, zum Beispiel der alten Frau, habe ich eine Spende gegeben, hat sie auch der alten Frau was gegeben. Ich habe dem Fahrer was gegeben, hat sie dem auch was gegeben. Aber ich habe dem Fahrer jetzt ein bisschen Trinkgeld gegeben, weil der hat auch Videos gemacht und er hat die mir per WhatsApp geschickt, hat er gesagt. Ich habe ihm meine Handynummer gegeben, hat er mir geschickt und der war auch so nett. Ich habe mir mal die Tür aufgemacht und so weiter. Beim letzten Mal, habe ich was dem, genau, ich habe dem Fahrer was gegeben und meine Tante hat ihm gar nichts gegeben und der hat dann so komisch geguckt. Und deswegen habe ich gedacht, gebe ich wieder was. Ach, jetzt habe ich vergessen zu sagen, wie ich den Ausflug fand. Ui, ja, seht ihr. Vergessen. Also, der Ausflug. Ich gebe eine 10 von 10. Ui, so hell. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das mit dem Kübelwagen ganz cool. Und auch diese Stationen fand ich ganz gut. Das Essen war gut. Es gab sogar beim Mittagessen eine Flasche Wasser gratis und später gab es noch mal eine gratis Flasche Wasser. Ja, deswegen 10 von 10, außer 7 Uhr früh war mir ein bisschen zu früh. Genau, das ist nicht meine Zeit gewesen. Dann die Hitze früh. Genau. Genau, aber ansonsten fand ich es sehr gut, deswegen bucht diesen Ausflug. Wenn ihr diese Reise bucht, könnt ihr den Ausflug direkt buchen oder vor Ort. Vor Ort zahlt ihr 1 Euro mehr, also 89 Euro. Und das ist Bali Safari, aber West. Ich glaube, das war West, weil es gibt West, Süd, Ost und Nord. Und ich glaube, das war West gewesen mit dem Kübelwagen. Ist eine mega coole Erfahrung, genau. Und jetzt abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und die Glocke aktivieren, damit die Kasse klingelt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi!